Abgefahrenleser. Wir haben mal wieder ein cooles Gadget für euch am Start. Und zwar ist das der Flap-It. Ist ungefähr 56 cm breit. Ein richtig dickes Ding. Und kann jede Menge anzeigen. Ja? Es ist richtig klasse. Ist so mit Plexiglas verpackt. Das spiegelt jetzt hier so ein bisschen. Aber da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das liegt am Licht. Lässt sich leider nicht vermeiden. Aber in dem regulären Zustand ist es wirklich sehr, sehr gut ablesbar. Und das Ding ist echt krass, denn das ist wie so eine Flughafenanzeige. Und da können wir einige Sachen anzeigen lassen, auch automatisch. Ich mache es jetzt hier allerdings mal ein bisschen schneller über mein Webinterface am MacBook. Lässt sich über einen Browser ganz normal steuern und einrichten, alles kein Problem. Und ich könnte zum Beispiel anzeigen, Achtung. Thank you, Apple. Ja, feine Sache. Das ganze Ding hat natürlich einen Sinn und Zweck. Das ist jetzt vielleicht nicht für den Heimanwender, der sich das ins Wohnzimmer stellt, sondern viel eher für den Geschäftsmann, der was Gutes braucht für sein Schaufenster, um zum Beispiel dort anzeigen zu können, wie viel Facebook-Likes er hat, ja, um die Leute zu motivieren, dass sie doch auch mal auf seine Facebook-Seite gehen und ein Like da lassen. Das Ganze wird dann so aussehen. ...8627 sind es aktuell. Coole Sache, wir hoffen natürlich, dass es ein paar mehr werden. Wenn das der Fall ist, dann wird auch in Echtzeit das ganze Ding hier aktualisiert. Das heißt, das springt dann um. Wenn ihr jetzt so eine krasse Facebook-Seite habt, dass ihr jede Sekunde neue Likes kriegt, könnt ihr das auch im Webinterface entsprechend einstellen, dass der Flap-It sich nur alle 5 oder 10 Minuten zum Beispiel aktualisiert. Es können auch richtige Abläufe erstellt werden, dass die Anzeige zum Beispiel alle 10 Minuten wechselt. Wenn ihr nach 10 Minuten sagt, okay, das ist genug Facebook für heute, könntet ihr theoretisch auch zum Beispiel, na, hier haben wir es. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ah, nein. Falsch gedrückt. So, Moment. Wo haben wir es denn? Das hier wollte ich nach oben bringen. Den Hallo Apple oder Danke Apple kennt ihr ja schon. So. Ist bei vielen verschiedenen Anzeigen ein bisschen hakelig, aber das macht man auch nicht mal jeden Tag fünfmal anders, sondern das stellt man einmal ein und dann funktioniert das Teil automatisch. Es ist relativ laut und ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel auch ganz einfach die Uhrzeit anzeigen lassen, 0.58 Uhr. Über das Webinterface habe ich noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Ich habe hier insgesamt 6 Stellen, die ich mit Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen belegen kann und ich habe hier nochmal diesen Extra-Counter, wo dann auch die Symbole sind, für zum Beispiel, was haben wir da am Start? Wir haben Facebook natürlich, wir haben Twitter, YouTube, Instagram, Yelp, TripAdvisor, Analytics. ...8:59 Uhr. Und man kann sogar über eine eigene API, also eine Entwicklerschnittstelle, kann man eigene Sachen reinprogrammieren, wenn man da das technische Wissen hat. Es ist out of the box wirklich sehr einfach zu bedienen, das Flap-It. Ich finde es eine richtig coole Sache. Es ist groß, also ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist. Hier seht ihr es wirklich auf den Bildern auf der Webseite, kommt es eigentlich nicht so groß vor, aber das Ding ist wirklich riesig. Und wer ein Geschäft hat, ein Lokal, Restaurant, weiß der Geier und steht auf Technik, das Ding gibt es für 449 Euro, nicht ganz günstig, aber das hat, ich habe es noch nie gesehen und da wird ja sicherlich auch bei euch in der Gegend der Erste, der so ein cooles Teilchen hat, es sei denn, ihr wohnt hier bei uns in Bochum. Schon wieder eine Minute rum, 9 Uhr und ich würde sagen, wir machen Feierabend im Flap-It. Alle weiteren Infos lest ihr bei uns im Testbericht. Dankeschön.